Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Das ist quasi jetzt so das erste Update auf meinem Weg zu meiner Wunschfigur. Ich habe nämlich am 1. Mai zum ersten Mal meine Maße wirklich genommen, weil ich hatte ja schon mal erzählt, dass mir das Gewicht, diese Zahl auf der Waage gar nicht so wichtig ist, sondern eher das, was sich am Umfang tut, was ich dann im Spiegel sehe und was auch was mit meinem Wohlfühl zu tun hat, weil wenn man dann abnimmt, baut man ja auch Muskeln auf, die sind wieder schwerer als Fett und tralala. Deswegen gebe ich gar nicht so viel darauf, was auf der Waage steht. Aber eine 6 sollte schon wieder vorne stehen. Das tut es im Moment noch lange nicht. Ich werde jetzt nicht euch alle meine Maße sagen. Nur mal vielleicht, der Bauchumfang war ganz interessant. Ich hatte ja 130 cm kurz vor der Geburt und war am 1. Mai bei 107 cm. Also ist schon einiges auch weggegangen, logischerweise. Und genau, ich wiege mich nicht jede Woche und ich messe mich auch nicht jede Woche, sondern nur einmal im Monat. Immer am 1. des Monats nehme ich mein aktuelles Gewicht und meine Maße und schaue dann, was sich da getan hat. Da kann ich dann vermerken, wie viel sich mein Umfang reduziert hat. Das würde ich euch dann im jeweils nächsten Update auch dann immer sagen, was sich da getan hat. Genau, und ich möchte euch dann zu jedem Monatsupdate einfach auch sagen, was ich aktuell gerade an Sport gemacht habe, was ich vielleicht Neues für mich entdeckt habe, neue Bücher, neue YouTube-Kanäle, neue Sportgeräte, keine Ahnung, was ich da vielleicht Neues zu Hause habe. In diesem Monat habe ich natürlich jetzt so ein bisschen mit kleinen Sportsachen angefangen, weil es ist ja immer noch so, dass die Geburt noch gar nicht so lange zurückliegt. Also ich kann oder darf noch nichts machen, was irgendwie den Beckenboden sehr belastet, was die Bauchmuskeln anstrengt, weil die Bauchmuskeln in der Schwangerschaft an die Seite gewandert sind und sich jetzt erst wieder in ihre ursprüngliche Position begeben müssen. Und solange das nicht der Fall ist, wenn ich da anfange zu trainieren, die Bauchmuskeln zu trainieren, würde sich so ein Spalt bilden, weil die Bauchmuskeln dann nicht mehr an ihren ursprünglichen Ort zurückwandern. Und die Bauchmuskeln darf man wieder wohl 12 Wochen nach der Geburt dann wieder trainieren. Habe ich auch nur gehört, ja. Genau, also was ich aktuell für mich gemacht habe, ich habe mir erstmal eine Liste geschrieben mit den Sportdingen, die ich gerade machen kann. Also ich habe mir ganz viele YouTube-Videos einfach auch rausgesucht und mir da eine Playlist erstellt. Das habe ich mir halt aufgeschrieben und dann habe ich ja jetzt eine Faszienrolle, die habe ich mir noch dazu geschrieben. Und meine Mama hat ja so eine Vibrationsplatte, die ich gerne mal nutze. Das habe ich mir auf meine Liste geschrieben. Und den Rückbildungskurs, den ich jetzt bei meinen Hebammen besuche, das habe ich mir auf eine Liste geschrieben. Dann habe ich von Montag bis Sonntag mir jeden Tag aufgeschrieben, was ich an einem Tag machen möchte. Zum einen habe ich zum Beispiel auf meinem Handy 3 Apps. Und zwar sind das diese 30-Tage-Challenges. Kennt ihr bestimmt, ich zeige euch mal meine. Und zwar habe ich da eine 30-Tage-Cardio-Challenge, eine 30-Tage-Squat-Challenge und eine 30-Tage-Arm-Challenge. Also wurde an jedem Wochentag erstmal diese 3 Challenges eingetragen, weil man die natürlich jeden Tag machen muss. Es gibt auch Rest-Days, aber die kenne ich ja nicht vorher. Da gucke ich dann an dem Tag auf mein Handy und freue mich, dass ich heute einen Rest-Day habe. Und das dauert wirklich immer nur ein paar Minuten, diese App-Sachen. Deswegen ist das ganz praktisch. Das kann ich halt wirklich immer mal so zwischendurch, wenn Svea gerade schläft oder weiß ich was, wenn ich gerade Fläschchen auskoche, mache ich halt da meine Squats oder so. Also ist ganz, ganz praktisch. Es bringt mir jetzt nicht so viel bei meiner körperlichen Veränderung, aber jede kleinste Bewegung ist im Moment Gold wert. Ich versuche auch gerade alles zu erlaufen, wenn es geht. Einfach, ja, es ist nicht viele Kalorien, die ich verbrenne, aber es sind Kalorien, die ich verbrenne. Genau, also habe ich mir halt Montag bis Sonntag immer erstmal diese 3 Apps da aufgeschrieben und dann habe ich so ein bisschen geschaut, dass ich so 2 bis 3 Mal die Woche meine Arme trainiere, dass ich 1 bis 2 Mal die Woche auf diese Vibrationsplatte von meiner Mama gehe, dass ich neben dem Rückbildungskurs, der immer montags ist, dann noch so mindestens eine Einheit von einem längeren Rückbildungsvideo mache. Das geht, glaube ich, 20 Minuten. Und dann habe ich noch so kleinere Rückbildungsvideos, die so 10 Minuten gehen. Ich habe meistens wirklich so Sachen, die dauern 5 Minuten, 10 Minuten, 15 Minuten, weil sich das für mich einfach besser in den Alltag integrieren lässt. Weil ich habe nicht mal eine Stunde für mich, so am Stück, aber immer mal wieder da 5 Minuten, da 10 Minuten. Und diese Zeit nutze ich dann immer und mache irgendeine von meinen Sportaufgaben. Also ich habe, wenn man es hochnimmt pro Tag, dann vielleicht so 5 Sportaufgaben, sag ich mal. Also man hat schon diese 3 Apps
Und dann habe ich immer noch irgendwas anderes zugeordnet. Entweder was zur Rückbildung, wie gesagt, diese Vibrationsplatte mit der Foam Roll oder was für meine Arme. Oder ein HIIT-Training, so in Richtung Cardio, also so Hampelmänner und Mountain Climbers und sowas. Und das geht ja dann wirklich auch nur wenige Minuten. Und so habe ich mir das aufgeteilt, Montag bis Sonntag, habe mir das auf so einen Klebezettel geschrieben. Und diesen Klebezettel nehme ich jede Woche in meinem Kalender, in meinem Taschenkalender, übernehme ich den dann einfach. Und dann muss ich mir nicht jeden Tag neue Gedanken darüber machen. Dann weiß ich, was ich jeden Tag machen will, wie ich mir das einplanen muss. Und so läuft es für mich eigentlich ganz, ganz gut. Ich habe auch jetzt wirklich bisher jeden Tag Sport gemacht. Und wenn es meine, weiß ich nicht, 90 Squats am Tag waren, aber ich habe halt ein bisschen was gemacht. Mit dem Kinderwagen laufen tue ich ja eigentlich jeden Tag. Ich würde gerne mehr Fahrrad fahren, aber das ist natürlich mit Baby ein bisschen schwierig, wenn nicht sogar unmöglich. Genau, so sieht es im Moment aus. Also viel Sport ist es jetzt nicht gerade. Ich bin gespannt, was sich da nach 4 Wochen beim Gewicht und bei den Umfängen so getan hat. Also Umfang habe ich übrigens genommen. Ich habe die Oberarme. Wartet, ich habe es mir noch aufgeschrieben. Kann ich euch genau sagen, welche Maße ich genommen habe. Also ich habe die Maße von meinem Oberarm genommen, von meinem Bauch, von meiner Hüfte, von meinem Po, von meinen Oberschenkeln und von meinen Unterschenkeln. Genau. Ja, so ist es im Moment. Also das ist das, was ich jetzt im Mai mache. Es ist nicht so mega viel, aber es ist besser als gar nichts, weil im Moment fühle ich mich so, so unwohl. Es ist jetzt so die Zeit, es wird wieder wärmer. Aber ich habe trotzdem jeden Tag lange Hosen an, also schwarze Leggings an, weil ich meine Beine einfach so furchtbar finde durch die Zellulite, weil ich das gar nicht zeigen möchte. Auch bei Oberteilen, also ich habe jetzt keine Walla Walla Sachen. Ich habe es einfach nicht und ich möchte es mir auch nicht kaufen, weil unter den Walla Walla Sachen habe ich trotzdem noch einen dicken Bauch, auch wenn es vielleicht nicht gleich jeder sieht. aber ich möchte es halt nicht verstecken, weil wenn ich jeden Tag im Spiegel diesen dicken Bauch sehe, das motiviert mich auch, was zu tun. Und umso unwohler ich mich fühle, umso mehr möchte ich eigentlich was an dieser Situation einfach auch ändern. Aber ja, es sieht halt einfach nicht schön aus, gerade auch bei den Oberarmen, ne? Man kann fast nur noch kurze T-Shirts tragen, weil es so warm ist. Und dann hat man diese schlabberigen Winkeärmchen. Ich fühle mich wirklich ganz, 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 ganz doll schrecklich unwohl. Wirklich. Und ich freue mich darauf, wenn der 1. Juni ist. Das ist so mein Stichtag. Dann möchte ich wirklich richtig mit Sport loslegen. Dann möchte ich 30 Days, also ich weiß noch nicht genau, was ich mache, ehrlich gesagt. Ich habe zur Auswahl, entweder mache ich 30 Day Shred im Juni oder ich mache HIIT-Programme von Anne von Bodykiss. Je nachdem, also dann wirklich härtere Programme auch. Also dann werde ich mir trotzdem immer so kleinere Sachen, also diese 30 Day Challenges finde ich zum Beispiel ganz gut. Da gibt es auch Abwechslung und verschiedene Level. Das werde ich, glaube ich, weitermachen jeden Tag und dann wirklich ein so ein großes HIIT-Programm, was dann so eine halbe Stunde am Tag ungefähr in Anspruch nimmt. Diese halbe Stunde möchte ich auch einfach für mich haben. Einfach so zum Durchatmen, was für sich tun. Und ja, da muss Manu dann ran und muss mir irgendwie diese halbe Stunde am Abend einfach verschaffen. Wenn es passt, würde ich es natürlich auch gern schon tagsüber machen, aber da muss ich sehen, weil da muss ich sehen, wie sich Sveas Schlafverhalten einfach entwickelt. Im Moment schläft sie ja so viel am Stück nicht alleine. Also sie schläft gerne mal eine halbe Stunde, Stunde, aber nur, wenn ich sie auf dem Arm habe. Aber nicht, wenn ich sie weglegen würde. Deswegen muss ich einfach mal sehen, wie das dann im Juni läuft. Das kann ich euch ja dann aber erzählen. Im Moment mache ich halt einfach in jeder freien Minute, hampel ich hier irgendwie rum. Genau, und ich freue mich schon, wenn ich euch das nächste Update drehen kann und euch dann sagen kann, ob ich hoffentlich irgendwie 1, 2 Kilo abgenommen habe, ob sich an den Umfängen was getan hat, weil das wäre schon eine gute Motivation, wenn man weiß, man hat so ein Minimum an Sport gemacht und es hat sich aber auch wirklich was getan. Deswegen, ich selbst bin gespannt. Ich hoffe, ihr seid auch gespannt. Ich freue mich auf eure Kommentare, wenn ihr irgendwelche Tipps habt oder ja, wenn ihr irgendwelche Tipps habt oder wenn ihr Fragen habt, schreibt mir das gerne und wir sehen uns ganz bald wieder bei meinem nächsten Video. Bis dahin, tschüss!